Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, vielleicht auch der ein oder andere politische Gegner hier, seien Sie alle herzlich willkommen. Vielen, vielen herzlichen Dank, wenn Sie mir Ihre Stimme gegeben haben. Vielen herzlichen Dank an Sie, aber auch an die anderen, die die Stimme mir nicht gegeben haben, aber die AfD gewählt haben. Auch dafür herzlichen Dank. Und die, die hierher gekommen sind und sich vielleicht noch nicht ganz sicher sind, ob sie die AfD künftig wählen wollen, was die so machen, weil sie einfach nur noch im Zwiespalt sind, wie wir das alle mehr oder weniger ja in der Vergangenheit auch waren. Auch Ihnen herzlichen Dank. Vielleicht nehmen Sie das ein oder andere heute mit. Überlegen Sie, was die AfD an Politik macht, dass es eine vernünftige, eine gute und eine bürgerliche Politik ist. Vielen herzlichen Dank. So, ich verlasse für einen Moment zumindest mal das Thema des heutigen Abends und möchte einfach so ein bisschen aus der Schule plaudern. Wir haben ja erst zwei Gemeinderatssitzungen gehabt und die ersten beiden waren damit eigentlich mehr oder weniger beschäftigt, die Ausschüsse und die Aufsichtsratsmandate und die Besetzung der Gremien mit gemeinderätlicher Beteiligung zu besetzen. Ich kann Ihnen sagen, ich bin zum Beispiel im Ältestenrat. Warum? Nicht nur deshalb. Viele denken, was machen die eigentlich? Der Ältestenrat bereitet sozusagen einen Tag vor der Gemeinderatssitzung die Gemeinderatssitzung vor unter der Leitung unseres Oberbürgermeisters, Herrn Dr. Frank Mentrup. Und jede Partei oder jede Fraktion hat einen Vertreter in dieses Gremium senden dürfen. Somit haben wir das auch dürfen und die beiden Kollegen waren der Meinung, ich bin die Älteste, ich soll es nur machen. Spaß beiseite. Es ist einfach so, ich bin im Unruhestand, wirklich im Unruhestand, aber ich habe morgens Zeit und es geht halt los. Montags morgens um 11 bis meistens so wohl 13 Uhr, habe ich mir sagen lassen. Was wird da gemacht im Ältestenrat? Im Ältestenrat wird die Sitzung also vorbereitet. Zum Beispiel kann man Themen da sagen, Vorschlag machen, wir fassen Themen zusammen. Das haben wir das letzte Mal gemacht. Oder aber man kann die Redezeit begrenzen. Wir sind eigentlich für das Organisatorische zuständig. Und das ist eigentlich ganz spannend und ganz interessant. So, die weiteren Ausschüsse, in die ich berufen wurde, Bäder und Sport, alles was mit Sport zu tun hat. Da ist auch ganz interessant der Betriebsausschuss Fußballstadion im Wildpark, weil das war ja jetzt in aller Munde mit den vier einstweiligen Verfügungen, die der KSC gegen die Stadt beantragt hat. Also da habe ich auch die erste Ausschusssitzung gemacht. Also ich kann nur sagen, hochinteressant. Natürlich darf ich Ihnen da jetzt nicht mehr verraten, denn das ist ja geheim. Das ist ja nicht öffentlich. Dann bin ich noch in der Mitgliederversammlung der Volkshochschule und in verschiedenen Aufsichtsräten, wie zum Beispiel Bädergesellschaft, Marketing, Tourismus, Stadtmarketing und ein großes städtisches Klinikum und die medizinischen Versorgungszentren dafür. Das ist so das, was jetzt mein Aufgabengebiet ist. Wichtiger Punkt für mich, auch ein Novum, war zum Beispiel, alle Gemeinderäte wurden mit iPads ausgestattet. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn man ein bisschen älter ist und man kämpft sich dann mit Microsoft Windows durch, was ich getan habe, und ich kriege jetzt so ein Pad. Das ist natürlich schon eine Herausforderung, aber ich muss sagen, nachdem ich eine Einweisung bekommen habe, muss ich euch sagen, es klappt ordentlich, ist noch verbesserungsfähig, aber es klappt und ich kann damit arbeiten. Zum Ausblick, was ich persönlich machen möchte. Ich habe im Wahlprogramm ja gesagt, ich möchte mich einsetzen für Sicherheit, Sauberkeit in der Stadt, aber auch für Naturschutz und Tierschutz, für Frauen und Behinderte. Zu Sicherheit, Tierschutz und Frauen möchte ich demnächst Anträge einreichen. Da legen Sie mich aber noch nicht so genau auf die Zeit fest. Das muss man so ein bisschen splitten und dann sehen, was man immer noch mit dem Klima machen kann. Aber zur Sicherheit wird einer ein Antrag in der nächsten Gemeinderatssitzung sein. Ich habe mittlerweile auch verschiedene Termine wahrgenommen, was hochinteressant war. Und zwar, ich war bei der Kerwe Mühlburg. Der Major Kerwe ist ja so irgendwie, ja, geht mal hin, trinkt ein Bier und geht dann wieder. Aber das Interessante war, ich habe das gemacht, als der Nachmittag für die Senioren war. Seniorencafé machen die in ihrem Festzelt in Mühlburg.
Und da war ich die einzige Gemeinderätin oder auch von den Gemeinderäten war niemand da. Und da bin ich dann einfach unter das Publikum und habe mit denen gesprochen und habe denen angekündigt, ich persönlich beziehungsweise natürlich in gemeinschaftlicher Arbeit mit meinen Fraktionskollegen, ich möchte ganz gerne Bürgergespräche durchführen. Ich habe da auch schon so ein paar Ideen, wie man das machen kann, dass man ein Thema nimmt zum Beispiel und trägt es den Bürger vor oder was mir aber noch viel wichtiger ist, die Bürger kommen zu uns ins Fraktionsbüro, das ist in Karlsruhe in der Hebelstraße, wer das nicht weiß, Hebelstraße, das ist gerade neben dem Rathaus die eine kleine Querstraße. Sie müssen allerdings ins 5. oder 6. Obergeschoss zu Fuß gehen, Aufzug haben wir leider nicht. Das möchte ich sagen, aber ich würde mich freuen, wenn wir das also ins Leben rufen, dass sie da auch kommen. Und ich wurde da bestärkt von den Leuten da, von der Kerwe, die gesagt haben, das finde ich eine großartige Idee. Und der ein oder andere Bürger hat tatsächlich da schon eine Idee eingebracht. Ich finde es also großartig. Mir liegt also sehr daran, mit Ihnen auch sprechen zu können, mir anzuhören, was Sie, Ihnen zuzuhören, was Sie mir zu sagen haben und dann auch nach Möglichkeiten suchen, wie wir es politisch lösen können. Weitere Termine, die ich gemacht habe, waren zum Beispiel Heimattag, ein Handwerkertreffen, Erntedankfest, Klinikum, man kommt mit Bürgern ins Gespräch, man kommt auch, was ganz, ganz wichtig ist, das kann ich hier auch sagen, mit dem politischen Gegner ins Gespräch. Denn im Prinzip ist es ja so, wir sind ja alle keine Einzelkämpfer. Natürlich haben wir unsere Vorstellungen, unsere Ideen, unsere politischen Ideen, möchten das natürlich auch durchsetzen, aber wir wissen, Politik lebt von den Kompromissen. Das heißt, wir müssen schauen, mit welchen Fraktionen mögliche Kompromisse möglich sind und das kann man bei solchen Treffen immer wieder intensivieren, das ein oder andere ansprechen. Ist also politisch sehr, sehr wichtig. So, jetzt noch so fast zum Schluss zwei Anekdoten. Wir hatten die Gemeinderatssitzung am 24.09. und da ging es darum, in der südlichen, das kann ich sagen, weil das war eine öffentliche Sitzung, da ging es darum, in der südlichen Weinstraße, Radfahrer, Autos, Fußgänger, alles durcheinander, wer sich in der Stadt auskennt, der weiß, wie es da manchmal zugeht. Und ich habe dann ein bisschen Partei ergriffen, muss ich sagen, so wie es auch in unserem Wahlprogramm steht. Wir, die AfD, wir wollen niemanden bevorzugen. Also weder die Autofahrer, noch die Radfahrer, noch die Fußgänger. Wir wollen einen Gleichklang aller Verkehrsteilnehmer haben. Und deshalb habe ich mich dafür ausgesprochen, dass man doch einfach auch mal die Radfahrer ein bisschen disziplinieren mag, weil das manchmal schon recht gefährlich ist. Und was glauben Sie, was passiert ist? Ein Shitstorm von grün linker Seite ist über mich hereingebrochen. Ich mache es dann einfach so, wenn mich jemand unterbrechen will, bin ich ganz still. Was ist passiert? Nachdem es nicht aufgehört hat mit dem Shitstorm, hat der Oberbürgermeister sogar für mich als den politischen Gegner Partei ergriffen, hat gesagt, man sollte doch auch die Demokratie so lange wahren lassen und den politischen Gegner auch aussprechen lassen. Fand ich gut, hat mir gefallen und das gehört eigentlich zu einer politischen Streitkultur dazu. Und dann habe ich auch noch gehört, bei so Treffen, die ich eben angesprochen habe vom politischen Gegner, dass es also auch aufgefallen ist, anderen Fraktionen, wie hier einseitig auch Politik gemacht wird, dass also die Konservativen, das sind ja nicht nur wir, das sind ja auch andere Fraktionen noch, dass die dann eben entsprechend auch angegangen werden. Und ich habe erfahren, dass man da ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister suchen wird und dass er also da intervenieren soll, wenn solche Shitstorms über den einen oder anderen hereinbrechen, dass er einfach sagt, einen Ordnungsruf erteilt und dann ist es gut. Ich denke, so weit sollte Demokratie auch gehen. Und dann noch eine kleine Anekdote. Ich sage nicht in welchem Ausschuss, aber in einem Ausschuss war ich und da haben wir auch diskutiert und da ging es dann heiß her. Ich bin Juristin von Haus aus und habe dann nicht mehr verstanden, über was die da jetzt diskutieren, weil das für mich rechtlich eindeutig war. Und dann ist mit mir das Temperament durchgegangen. Einer hat was erzählt vorne, da ist dann ein Bürgermeister und dann noch ein paar außen, die sitzen da so an der Stirnseite und wir anderen so U-förmig drumherum. Und dann hat einer vorne was erzählt und habe gesagt, ich verstehe die Welt nicht mehr, das ist doch ganz einfach, das sieht rechtlich so und so und so aus.
Und da hat er, so ging das hin und her. Und ich war in meinem Element, habe meine Ausführung gemacht, war alles okay. Auf einmal sagt der Sitzungsleiter, ein Bürgermeister, ich sage nicht, wer es war, sonst wüssten Sie ja vielleicht, welcher Ausschuss, sagt, ja, aber immer noch erteile ich das Wort. Dann habe ich gesagt, das verstehe ich nicht, ich habe doch jetzt schon was gesagt, ich dachte, Sie haben es mir erteilt. Nein, nein, das war der Herr nebendran, das war der Herr XY, ich habe das Wort nicht erteilt, also wir wollen doch schon die Reihenfolge einhalten, Sie haben das Wort nicht erteilt bekommen, aber ich muss sagen, ich gebe Ihnen inhaltlich vollkommen recht. Was will man mehr? So. Und jetzt leite ich über, ich habe schon viel zu lange gesprochen, aber es war mir mal ein Anliegen, Ihnen auch so ein bisschen aus der Schule zu plaudern, dass Sie wissen, es sind alles Menschen, die da sind. Wir sind, sitzen nicht da oben und der Bürger da unten sind alles Menschen. Jetzt möchte ich überleiten zum heutigen Thema. Und zwar habe ich mir was überlegt, ich habe so einen Spaziergang gemacht und da fiel mir der Satz ein und den habe ich aufgeschrieben. Grüne und Linke wollen 30er-Zonen wegen Lärmschutz und CO2-Ausstoß. Frage: Wenn Elektroautos vorherrschen, dürfen wir innerstädtisch dann wieder 50 Kilometer pro Stunde fahren? Und in diesem Sinne leite ich über an unseren Marc Bernhard. Ich danke Ihnen sehr herzlich.